Ja, herzlich willkommen. Heute geht's ums Thema Trauer. Vor circa einem Jahr ist mein Sohn gestorben und ich möchte euch heute zeigen, wie ich mit diesem Verlust, mit dieser Trauer umgegangen bin. Anders, er war sehr in sich gekehrt und zurückgezogen. Und ja, schlussendlich hat er immer wieder gesagt, er muss gehen. Und ja, wir haben uns damals verabschiedet am Bahnhof hier in Ravensburg und haben uns umarmt. Und ja, schlussendlich war das der letzte Moment, den wir zusammen hatten. Es war dann ja ein halbes dreiviertel Jahr später. Heute oder gestern irgendwie vorgestern vor einem Jahr war das, dass ich zu Hause gestanden bin am Fenster und ich habe gedampft mit meiner E-Zigarette und hatte auf einmal ein ganz übles Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass ihm was zugestoßen ist. Ich habe dann versucht, ihm anzurufen. Es war schwierig, weil er nach diesem letzten Besuch den Kontakt komplett abgebrochen hat. Ich habe das nicht verstanden zu dem damaligen Zeitpunkt, warum er das gemacht hat, was ich falsch gemacht habe. Und schlussendlich stand ich an dem Fenster und hatte dieses Gefühl, dass ihm was passiert ist und mir waren wie so oft in meinem Leben die Hände gebunden. Ich hatte keine Telefonnummern, mit mir hat auch niemand geredet, wenn jemand aus seinem Umfeld meine Telefonnummer wohl gesehen hat, ist niemand dran. Auf jeden Fall habe ich keine Infos gekriegt und so stand ich dann so zwei Wochen da mit diesem Gefühl. Es ging auch nicht mehr weg. Das war extrem stark, ist auch teilweise immer stärker geworden. Ich wusste nicht, ich hatte nur das Gefühl, ihm ist was passiert. Zu meiner Frau habe ich das auch ausgesprochen, habe gesagt, ich habe das Gefühl, er ist gestorben. Ja, ich habe es dann weggeschoben und habe mir gesagt, okay, ich erreiche ihn nicht, er ist volljährig, ich muss ihn da loslassen. Ja, am 15. März hatte er Geburtstag und es war total komisch, so es war das erste Jahr, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie ihm nichts schenken zu können, also jetzt nicht irgendwie was, nicht unbedingt was Physisches, aber schon, man schenkt ja immer irgendwie gerne was, aber ich war echt sauer auf ihn. Ich war sauer, dass er sich nicht gemeldet hat. Ich habe Angst gehabt. Ich hab so viele Tage in Angst verbracht, so viele Monate, so viele Jahre auch in Angst verbracht um ihn und ich wusste nicht, was passiert. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich rufe ihm einfach an und wir reden und er ging nicht ran und naja, ich habe ihm einfach eine Nachricht geschickt und irgendwann am nächsten Tag kam über Facebook dann eine ganz komische Nachricht von seiner Tante, dass irgendwas mit Julian sei und habe dann einen Anruf gekriegt von seiner Mutter, in dem er mir gesagt hat, so, er ist tot.
Und es hat ja auch nicht gereicht, dass diese Nachricht des Todes irgendwie übermittelt wurde, so einen Tag später. Sondern es war dann auch noch meine Schuld, weil ich nicht für ihn da war, weil ich ein Scheißvater war. Und dieser Moment, als ich diesen Anruf gekriegt habe, so, und dieser Schmerz, also es war ja nicht der physische Tod in diesem Zeitpunkt so, sondern es war die Nachricht des Todes. Aber dieser Schmerz, den ich da gespürt habe, den, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe sowas noch wirklich gar nie erlebt. Dieser Moment, in dem es, ich habe bloß noch geschrien, ich bin die Treppe runter und raus und ich konnte das alles nicht mehr glauben. So, ich stand auch mitten auf der Straße bei uns und habe gebrüllt und sie hat immer noch mehr gegen mich und dass es an mir lag und dass er wegen mir gestorben. Lauter so, also richtig übel, eine richtig üble Nummer. Ich habe diesen Schmerz, das war schon gar kein Schmerz mehr, das war wie so ein Schmerz-Tsunami, hatte ich so das Gefühl. So, das war eine Welle, die mich getroffen hat so und mich vollkommen umgehauen hat. So, ich stand da wie neben mir. Meine Frau war komplett hilflos, hat geheult. Meine Tochter war da mit einem halben, dreiviertel Jahr. Mit einem Jahr, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ein einziges Chaos bei uns zu Hause und ich habe gesagt, ich muss raus und bin dann gegangen und bin ins Büro gefahren, hatte einen ganz komischen Impuls, habe meine Kamera mitgenommen und das Mikrofon und hatte das Gefühl, ich muss diesen Moment aufnehmen. Ja, und saß dann hier und habe mich wirklich in eine freie Fall getrunken. Also bei allen Gründen zu trinken, war das, glaube ich, so der klarste. Alles andere war dagegen, naja, ich trinke jetzt im Vergleich. Aber das hier, ich hatte das Gefühl, ich kann das nicht mehr steuern. Das war bloß noch runter. Ich habe da 4 Dosen Jim Beam Cola gekauft und ich glaube noch 4 oder 8 Flachmänner. Habe mich hier in meinem Büro verbarrikadiert und habe mich weggesoffen. Und habe geheult. Dieser Schmerz wurde nicht weniger. Es war so schlimm. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Bin dann später heim und habe weiter getrunken, habe mir, ich glaube, noch 2 so Liter oder 0,7er Flaschen gekauft und ja, bin dann noch irgendwie runter und nochmal an die Tanke. Also es war, meine Frau hat gesagt, sie konnte mich da auch nicht stoppen und wollte mich da auch nicht, oder sie hätte mich nicht stoppen können, das weiß sie. Und ich habe da eins nach dem anderen bis zur Ohnmacht quasi. Ja, dann kam so eine Szenerie. Sie hatte einfach extrem Angst, auch um mich, dass ich da jetzt auch sterb an einer Alkoholvergiftung. Dann kam der Krankenwagen und ich bin in die regionale Entgiftungsstation und da gingen bei allen auch die Alarmglocken natürlich sofort los, als sie da meine Geschichte gehört haben von meiner Frau und vom Notarzt. Das war natürlich eine ultrasensible Situation. Also ich auf was weiß ich wie viel Promille, total neben der Spur. Tendenziell habe ich immer wieder irgendwie so das Bedürfnis, auf solchen Stationen relativ schnell auch wieder gegen ärztlichen Rat zu gehen. Das war total schrecklich für mich, da zu sein.
Bin dann aber, konnte aber auch den Leuten dann auch versichern, dass ich mir eben nichts antue, dass ich mir Hilfe suche. Ja, und kurze Zeit später stand ich wieder daheim. Als ich wieder zu Hause war, habe ich... Ich hatte das Gefühl irgendwie, dass sich das alles vibriert. Ich hatte, das weiß ich noch so, ich hatte das Gefühl, so wie durch Watte irgendwie alles wahrzunehmen, wie durch, ja, durch so einen Schleier. Das war, ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Ganz ehrlich, ich habe immer gedacht so, oder habe immer gesagt, hey, diese Trauerei da irgendwie von den ganzen Leuten, das ist so ein Ego-Scheiß. Da geht's ganz wenig um den anderen und so weiter. Und dann standen wir beide da irgendwie, oder wir drei, meine Familie. Ich habe nur geheult die ganze Zeit. Meine kleine Tochter hat versucht, mich zu trösten oder hat mich getröstet. Ja, wer hilft einem da in diesem Moment und wer ist dann da auch da? Eine meiner ersten Handlungen war im Internet ein Bild zu posten mit Offline, zu sagen, dass von mir jetzt erstmal nichts mehr kommt, weil ich weiß, dass das immer wieder sehr ungewöhnlich bei manchen Leuten auffällt oder das auffällig ist, wenn ich nichts poste, fragen sich die Leute manchmal, was ist los. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, ich habe ja auch Kunden und ein Auftrag war gerade so im Anbahnen und ich habe geschrieben, ich bin offline. Habe mich dann auch komplett irgendwie aus der Öffentlichkeit, was auch immer Öffentlichkeit ist, zurückgezogen, habe kein Content mehr produziert, habe das Büro hier abgeschlossen. Gesagt, okay, jetzt geht ihr erstmal gar nichts. Habe Kontakt zu meiner damaligen Therapeutin aufgenommen, auch meiner spirituellen Lehrerin, so würde ich sie mittlerweile, glaube ich, auch bezeichnen. Gesagt, was kann ich tun? Wie trauert man und was kann ich tun? Und ja, das Wichtigste war natürlich irgendwie den Emotionen freien Lauf zu lassen. Sie hatte die Idee, einen Abschiedsbrief an meinen Sohn zu schreiben, immer so. War da ganz behutsam, hat gesagt, hey, wenn das für dich passt, schreib einfach einen Abschiedsbrief. Und das war, ich krieg da jetzt noch Gänsehaut oder jetzt sofort wieder Gänsehaut, wenn ich nur an diesen Brief denke, wie schwer das für mich war, mich hinzusetzen und meinem eigenen Sohn zu sagen, hey, danke, und so die letzten Worte aufzuschreiben und das, was einem noch, was vielleicht ungesagt ist, da irgendwie reinzuschreiben. Ich glaube, das war der schwierigste Brief in meinem Leben, den ich handschriftlich so geschrieben oder überhaupt geschrieben habe.